Hi, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass wir nicht den letzten Wegweiser kriegen können, weil irgendwie Maxwell dazwischen steht. Und zwar Mila Maxwell, also nicht dir, die andere Mila Maxwell. Und ja, wir haben herausgefunden, dass, oder wir denken jedenfalls, dass wir das nur verhindern können, indem unsere Maxwell, also unsere Mila meine ich, hier verschwindet, damit die echte Mila irgendwie hier hinkommen kann oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. So, und hier sind wir auf einem Schiff, die MS, was weiß ich, wie nochmal hieß ich, ja. Pelun, genau. Und wir wollen einen Anschlag von Exodus verhindern, weil die haben es auf der Kanzlerin abgesehen. Und ja, das finden wir nicht so schön. Deswegen gehen wir jetzt hin und tun, verhindern, dass sie das machen. Und ja, ich bin hier, um zu helfen. Ich bringe dich schnell wieder auf die Beine. Okay. Danke, dass ihr uns gerettet habt. Und glaube ich, dass wir auf dem Meer angegriffen wurden. Es ist eine gut trainierte Gruppe. Bitte passt auf. Wir werden uns verstecken. Hier, nehmt das. Hoffentlich erweist es sich als hilfreich. Oh, geil. Danke. Wusch, direkt wegwerfen. Es muss noch viel mehr Verletzte da draußen. Es muss noch viel mehr Verletzte da draußen gehen, wenn es so schlimm gewesen ist. Was? Angesichts der Größe des Schiffs und der Zeitpunkt, an dem der Terroranschlag passierte, sollte es etwa 30 Minuten bis zum Heck des Schiffs dauern. Und so wie es aussieht, benötigen wir die gleiche Zeit, um den Verletzten zu gelangen. Also los! Alles klar, der Plan lautet, die Verletzten zu helfen, während wir selbst weiterziehen, richtig? Nun, das muss man ja nicht zweimal sagen. Der Anstand gebietet, ihnen zu helfen. Aber denkt dran, unsere Priorität ist es, die Terroristen zu finden. Merkt ihr das? Bitte kein Zeitlimit. Sinn der Pelun hat dich durch Exodus Angriffe schwer Schäden erlitten. Es gab zahlreiche Todesfälle. Aber es sind noch viele Menschen auf dem Schiff, die auf dem Weg hinein retten kannst. Wenn du jedoch zu lange dafür brauchst, wirst du manche von ihnen nicht mehr retten können. Du sollst nicht länger als 30 Minuten benötigen, um deinen Weg zu finden und die Passagiere zu retten. Die Zeit vergeht, während du herumläufst, kämpfst und dich mit Objekten ausstattest. Die Zeit vergeht nicht, während du dich unterhältst oder die Karte ansiehst. Oh Gott. Nein. Das ist jetzt gerade sehr unpraktisch. Ich kann doch jetzt nicht machen. Ich hab jetzt keine Zeit, Mann. Aha, ganz schnell töten. Los, ganz schnell. Man kommt ausgerechnet so weit, so Zeitdruck. Damit komme ich gar nicht klar. Oh Gott. So, ganz schnell. Die PW-Herstellung, aber dafür haben wir keine Zeit, Mann. Oh Gott. Wir brauchen Dingens. Heiligen Tränke, ne? Was denn? Ah! Gut, die rennen alle vorher weg, sehr schön. Oh Mann, Zeitdruck, das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich mag das nicht. Reden wir erstmal alle Kämpfe, ja? Und suchen wir einfach irgendwelche Verletzten. Wir haben oberste Priorität. Hallo, und da ist ein Schatztruhe. Die hat auch oberste Priorität. Naja. Boink. Nur von Miso-Suppe, sehr schön. Mehr galt. So. So, hier sind wieder welche. Sie atmen noch. Gut, das schaffst du. Ich dachte, die Zeit vergeht nicht während den Unterhaltungen. Ami, das war unheimlich. Aber ich dachte, wir würden es nicht schaffen. Mehr kann ich nicht geben. Aber vielen, vielen Dank. Nopal, sehr schön. Danke, tschüss. Jetzt flieht. Flieht ihren Dachen. Hier keine Türen und so, ne? Ja. Das heißt, jetzt sind wir fertig. So, weiter. Zurück. Ja, 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 ja. Was passiert eigentlich, wenn wir in den 30 Minuten nicht an unserem Ziel sind? Ja, ne? Was passiert dann? Denken die eigentlich, wie lange man braucht? Hallo? Die Tür führt uns zurück. Warte mal, ich komme ja voll durcheinander. Dann gehen wir da ein. Ja, die sind tot, oder? So, Überlebende. Nein, okay, ihr rennt weg, sehr schön. Ja, renn weg, du Blödmann, bist in uns reingelaufen.
So, sehr schön. Mal ganz schnell töten. Ah, was? Warum ist denn das direkt schon wieder voll? So. Ah. Das kommt schon. Aber irgendwas machen. So, er hat's gemacht, glaube ich. Verdammt, wollte ich gar nicht. Egal. Oh, Destruction. Sehr schön. Hey, relax. How am I supposed to do that? Relax. Sagt er eiskalt. So. Truhe. Ich werde aber sehen. Diamant, sehr schön. Ich will ja nicht angucken, wir sind unter Zeitdruck. Hier wird die Zeit zwar wirklich angehalten. Ich dachte, während den Unterhaltungen wird die Zeit auch angehalten. Was zum Teufel? Hier bin ich schon dreimal vorbeigelaufen. Hier irgendwas? Hier? Gegners? Nein? Okay, weiter. Bah. Dann pistisch, ja, ist natürlich auch sehr gut. Eintreten, oh Gott, ja, okay, da ist auch ein Schiff, ist ja klar, das riesig ist. Ne? Da komme ich so zurück. Ich habe ja alles erkundet. Ne? Ja, dann gehen wir da lang. Und da muss doch irgendwas geben. Hallo, Sympathie für Jude und alles so was. Auf jeden Fall. Same model of ship as the Zenithra. And here it is, under attack from Exodus. Gotta love the island. Aha. Hier war irgendwas. War da irgendwas gerade? Nee, ach so, da war dieses, du kommst ja nicht vorbei, Zeichen. Da schon wieder. Aha. Und schon, warum gibt's denn hier nichts? Bis dich. Ah, das ist wieder so, okay. Ich hoffe, ich stolper nicht über das Ziel. Bugzugang, okay. Von Schiffen habe ich keine Ahnung. Ich weiß, es gibt Heck und Bug, aber egal. Hey, tell me the truth. Is it difficult for you to call me Mila? Why would it be difficult? You're Mila just as much as she is. Not to you, no. To you, I'm just a double. A counterfeit. I don't think that way. How do you think of me? Kann eure Beziehungsriese nicht bis später warten? Das würde ich auch gerne wissen. Seriously, Luger? What? Ja, ich kenne ja Mila nicht, also. This isn't real versus not real. My Mila and you... two different people. That's all there is to it. Well, thanks for telling me. I get the message. You know what? Of all the Milas, you're my favorite. Of course, I never met the other one, so... Are you trying to cheer me up? No, I don't care. I just like your cooking and stuff. That's why I said it. Fair enough. When this is all over, I'll make you a big pot of soup. If you're gonna make it anyway, then sign me up. Is everything gonna be okay with Mila and Jude?
Ich hab voll den blöden Satz abgeliefert, ey. Ich hab schon wieder irgendwie halt gesagt, ohne nachzudenken. Mein Gott, warum lebt denn hier keiner mehr von euch? Wo bin ich denn hier jetzt schon? Truhe! Mein Gott, habe ich den heiligen Trank voll von mir abgewischt, ey. Sehr schön. Ey, weißt du, wenn ich hier speichere, hallo? Backbord-Bereich. Ich gehe ja nicht schon weiter. Okay, das sieht gut aus. Was ist denn weg? Das sieht verdächtig aus. Hey, da ist einer drin. Verdammt. Haben die eben mit denen gemacht? Bis jetzt habe ich noch nicht viele gefunden. Das muss ich ändern. Hier muss irgendwo einer sein. Kann ich hier ein bisschen Tequila oder irgendwie sowas mitnehmen? Ich finde hier nirgendwo welche. Ja. Aber ich werde schon welche finden, ich weiß es. Ich spüre es irgendwo. In meinen Daumen. Ich bin ernsthaft verletzt. Du musst ihnen helfen. Achso, L war's. Es wird gut. Diese netten Menschen werden uns retten. Das ist ein ganz Dankeschön dafür, dass ihr mich gerettet habt. Hier bitte, sterbt nicht da draußen, was? Was denn nett? Wer will nicht, dass wir sterben? So, ich brauche wieder heiliges Dingens. Heiliges Wasser, heiliger Trank, heilig. So wie in Symphonia, heilig. Wir machen uns heilig, ganz schnell. Bams und Perle, sehr schön. So, wo waren wir noch nicht? Geht doch viel schneller, ey. Und noch gar nicht so viel Zeit. Vor allem, wo muss ich hin? Warte mal, da unten habe ich noch nicht alles erkundet, hallo. Idiot! Idiota! Lass mich mal durch. Aus dem Weg! Was war das? Soll vielleicht auch mal speichern. Dass der über den Mila gestolpert ist. So, dann hier oben noch die beiden. Ah. Oh mein Gott, du hast ja einen heiligen Trank. Also gehe ich doch nicht auf dich los. So sah es jetzt gerade aus. Überlebendes. Bah. Ja, noch nichts versteckt oder irgendwie so was. Verdammt. Geh mir aus dem Weg. Da vielleicht. Da ist noch eine kleine Ecke. Da vielleicht, ne? Na, da ist noch einer. Halte durch. Ich hab mir gerettet, aber ach meine Diener, verdammt, warum musste das passieren? Mit rettet den Premierminister. Der letzte Wunsch meines Freundes war, dass der Friedensabkommen unterzeichnet wird. Spezial, oh geil. Und du nicht? Okay. Ich glaube, hier gibt es nichts Verstecktes. Wahrscheinlich, weil es unwahrscheinlich ist, dass man hier nochmal hinkommt, ne? Schockwehr, okay. Wow. Er ist ins Bücherregal reingegangen. Oh mein Gott. So, ich habe doch alles, ne? Ich bin ein bisschen naiv, nicht naiv. Paranoid. Wenn es um so was geht. Besonders unter Zeitdruck. Warum? Was war das? 10 Minuten haben wir. 20 sind noch übrig. Ja, ich kann rechnen. Was mit dir? Du bist auch tot. Mit dir, du bist auch tot. Du bist gleich auch tot, wenn du mir nicht aus dem Weg gehst. So, speichern. Was hätten, wenn ich lade? Ich würde mal gerne ausprobieren. Weißt du, wenn man irgendwie 30 Minuten bei der 30. Minute irgendwie lädt, dann Game Over oder so. Dann muss ich jetzt einfach wirklich nur eine halbe Stunde hier rumgammeln. Glaube ich ja nicht. Weil so groß sieht das hier nicht mehr aus. Njom. Ah. Maxwell? What if I am? I finally found you!
Warum wissen die, dass das Maxwell ist? Mila, calm down. Bam. Sehr gut. Ma. I can do this. Mila. Hey. Mein Gott, der will sie in die Luft jagen, oder was? Get back! Mila, are you okay? He blew himself up. Because of me. Hate is too weak a word to describe Exodus's feelings for Mila. It's her own fault. She didn't finish them off when she had the chance. I'm glad she didn't, at least. Huh? My father is an Olympian. He used to be a member of Exodus. But he fell in love with Ariza Maxian, my mother. Once I was born, he gave up his life as an Exodus agent. Wait, what? Looks like they're on to us. You better move. So does that mean, in my world, I killed Jude and his father when Jude was just a baby? Was? Okay. Da muss ich mir nochmal irgendwie ansehen. Irgendwie ging mir das jetzt zu schnell. Um das irgendwie so gedanklich zu verarbeiten. Was bei mir manchmal vorkommt. Man sieht die Szene mit Ludgar, wo ich gesagt habe, das würde ich auch gerne wissen. Aber andere Experten nennen das auch dumm sein. Okay, ups, Alarm. Should we take a break? I'm fine. It's nothing. So, hier war noch was. Muss ich doch. Komm schon, ihr lebt, ihr lebt. Jawohl, ihr lebt. Bin hier um 12, bring dich schnell wieder auf die Beine. Verdammte Exodus, denken Sie wirklich, Sie würden mit dieser Gewalt davonkommen? Bitte lasst mich mit euch gehen. Ich werde die Welt von dieser Brutalität berichten. Macht euch nicht lächerlich. Wir wären nur ein Hindernis. Wir werden die Leute hier überlassen und das selber zu suchen. Blablabla. Was geil. Mehr. Ich will noch mehr. Nix, okay, weiter. Tschüss. Aus dem Weg. Nein, das war nicht aus dem Weg gehen. Nein, wie kannst du das machen? So, und zack. Ja, ne, ich sollte meinen Angriff von Mila einsetzen. Ne, wo ist er? Hier. Das sieht aus wie dieser eine Angriff hier. Weiß nicht, wie der jetzt heißt. Aua. Aua, auf damit! Mila hat auch so einen Angriff, so einen Sturmangriff. Dingen sollten wir vielleicht mal reinpumpen. Wir haben Zeit. Machen wir mal das hier. Nein, machen wir das hier. Fangspunkte brauchen wir, glaube ich, nicht so. Elemente erst wäre besser. Jemand kann von beiden Seiten dahin. Okay, sehr gut. Und so, die Hälfte der Zeit haben wir schon mal verbraten. Oh, geil. Das ist mir egal. Ein Raunen, ey. Okay, Elvin vielleicht. Okay, sehr schön. Dann. Warte, was ist mit der Katze eigentlich? Die ist auch schon lange zurückgekehrt. Hier ist noch eine, die wir nicht gefunden haben. Und ich gehe da diesmal jetzt ein bisschen schneller. Nein! Mein heiliger Trank.
Ihr könnt es wagen, einfach anzugreifen. So, jetzt kommt der hier. Wie abwehren. Apokalyptika. Apokalyptika. Oh nein. Oh no, you didn't. Sehr gut. Wow, geil. Geistanteil plus. Würde ich mir gerne angucken, aber wir sind unter Zeitdruck. Also nein. Da. Gehen wir erstmal die ganzen Räume ab. Erstmal wieder heiliges Ding einsetzen. Wie auch mal hier zur Verwendung. Sehr schön. Und ich dachte, ich werde die nie los. Ich gehe so in das ein Gebiet, dann wartet noch mal so ein großes Gebiet auf mich. Weil wenn die ganzen Cutscenes hier, obwohl die Cutscenes sie beeinflussen, glaube ich, nicht die Zeit. Aber naja. In diesen Räumen habe ich noch gar keinen gefunden. Ja, du siehst aus, als könntest du gerettet werden. Jawohl, dieser hier reagiert nicht mehr. Warum helfen wir ihnen an? Ihr habt dieses Chaos getrotzt, um uns zu retten. Wir werden euch für immer dankbar sein. Wir nehmen das hier mit. Wäre mein Mann noch am Leben, würde er sicher wollen, dass ihr es bekommt. Ein Weisheitsring, sehr schön. Danke, ciao, bye. Kevings, bye. Truhe. Truhe, wusste ich. Ausgewogene Klinge. Okay, so viel Zeit muss sein. Ja. Einfach ausrüsten, haben wir keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit. Und ich gucke jetzt hier nicht nach. Ich glaube, ich hätte irgendwie Beutegegenstände oder so finden können. Langsam ist es ein bisschen offensichtlich. Die Typen erinnern mich irgendwie an Team Fortress. Keine Ahnung, diese Pyros. Keine Ahnung, ich habe halt nie gespielt, aber sieht irgendwie aus wie so eine klassische Figur davon. Hier ist nix. Da ist nichts. Das, gehen wir da lang. Also nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, wo wir hin müssen. Zur Haupthalle oder irgendwie so was hieß das ja, aber wo soll ich denn wissen, wo die ist? Ach man. Ich will auf den Arm nehmen. Und wie sieht das hier nicht aus, wie es hier nett war? Ich weiß ja nicht, was Jude gemeint hat. Oh, da sind welche. Ihr lebt doch bestimmt noch, jawohl. Der ist bereits hinüber, retten wir so viel wie möglich. Vater, sag doch etwas. Vater, bitte. Verdammt, bitte. Bitte recht, mein Vater. Eisengamaschen, Jesus. So, wir haben keine Zeit weiter. Passt gar nicht alles in den Part rein. Kommt man denn da hin? Ach so. Mal da bin ich hingegangen, genau. Ja, 12 Minuten noch. Oh gosh. Oh God. Oh gosh. Oh God. So, warte mal hier. Backbordbale. Oh, da ist ein Itemshop, geil. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Oh, da ist eine Truhe, die brauchen wir. 13.000 Gold, die brauchen wir auch. Die brauchen wir ganz doll. Oh, mal alles. Die Zeit geht da locker weiter, leck mich. Jetzt ist der passende Zeitpunkt, um irgendwelche Spezialsachen herzustellen. Ich kann mir schon wieder irgendwelche Extraktor hier herstellen. Aber muss man immer irgendwelche, die man schon hat, für opfern. Kriegt man die irgendwann später nochmal? Gehst du aus dem Weg? Nochmal zurück oder was? Oh, das sieht wichtig aus. Der ehemalige Erdergeister, das sieht aus, wie es hier nett war. How would you feel if I killed your daddy? Killed my daddy? My daddy can't die. I'm going to Canaan to save him. Daddy can't. I need my daddy. Relax. It's a hypothetical question. It's not real. If it's not real, then why would you ask it? Sorry. I guess I'll forgive you this time, but don't say weird things like that anymore. I'm sorry. I won't.
I used to be the Lord of Spirits. And look at me now. Was ist denn dagegen, einzumachen, ein Mensch zu sein? Er kann dich wirklich gut leiden, weißt du? How is it that you can say such things with a straight face? Did Julius teach you that? You too, Rollo. Now I know that this is Julius's influence. Hey, don't go pushing that girl off on me. You're still her guardian. And I expect you to protect her with your life. You hear me? Right. Na klar. Not that it's any concern of mine, of course. Sondere. Ja. Ist ja nicht so, als würde ich dich mögen oder irgendwie sowas. Das kennt doch jeder. Ja. Prüfen. Ludger, dieser reagiert nicht mehr. Warum untersuchen wir die denn dann? Mein Ehemann, er wurde von einem Mann in Rot getötet. Oh nee. Dieser Mann brauchte, da habe ich gesehen, wie jemand Exodus den Haupthalle Befehl erteilte. Das waren seine letzten Worte. Feinst das Fell, ja. Ja, super, danke. Leg dich wieder hin jetzt. Du auch, geil. Sie atmen noch. Jude, du schaffst es. Es gab bereits einen Terroranschlag im Zug, deshalb nahm ich das Schiff und jetzt findet ein Terroranschlag auf dem Schiff statt. Was für eine Welt leben wir? Das ist alles, was ich habe, aber nehmt es zum Dank an. Ich werde um eure Sicherheit bitten. Ja. Hört Intelligenz, ja super. Wozu brauchten? Macht doch kein Schwein hier von denen. Erstmal hier einmal. Wack. Ich glaube, die haben irgendwie so eingerechnet, hat man ja viel mehr kämpft. Naja, aber ich bin ja jeden Kampf hier fast gekonnt umgangen. Deswegen kein Ding. Und ich hoffe, da ist irgendwo gleich noch ein Speicherpunkt, weil das sieht schon nicht aus, als wäre gleich das Ende. Mittleres Deck. Wie mittleres. Nun, das war's. Es ist Zeit weiterzuziehen. Ach, gut. Sehr schön. Ey, das ist ja perfekt. Oh, das ist ja perfekt. Windkrönchen, okay. TP Wiederherstellung, sehr gut. Umkehrpuppe. So, du kriegst hier das hier Windkrönchen. Bams. Ist ja wieder zeitlich perfekt. Kann ich jetzt auch theoretisch noch mal zurückgehen? Hi, na? They'll probably have hostages, so. Oi. Dieser eine Typ, ne, Redox oder Redo. Truhe. Müssen die sich noch generieren? Nein. Verdammt! Na gut, dann speichere ich jetzt hier. Und wir gehen dann da in diesen Raum rein. In der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.